Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir zocken Cybrix. Cybrix ist ein Squash-Game, was man mit zwei Schlägern spielt. Man hat Blöcke vor sich, die man auch zerstören muss. Man kriegt Power-Upgrades. Und das hat mich sehr, sehr erinnert an das Game Arkanoid. Das gab es damals, ich glaube, für C64, Amiga und so weiter. Und da hatte man eine Plattform unten und man hatte oben ganz viele Blöcke. Und ja, ein Ball, der immer hoch und runter sprang, man musste mit der Plattform erwischen. Die ging auch nur nach links, von links nach rechts. Und dann kamen auch Power-Upgrades runter und so weiter und so fort. Und ja, so ein Game ist das hier. Und ja, gehen wir mal ganz kurz in die Settings. Das Game kostet 9,99 € im Pico 4 Store und ich finde es nicht zu viel. Es gibt, glaube ich, 50 Level, also Kampagnen-Level. Und dann gibt es noch einen Endless-Modus. Und das Ganze gibt es auch auf der Quest 2, definitiv im Apple Store. Ich weiß nicht, ob es auch jetzt gleichzeitig erscheint im Quest Store. Werde ich auf jeden Fall unten in die Beschreibung packen, gucke ich gleich nochmal rein. In den Settings haben wir Musikeinstellungen, ne? Wie laut oder leise das Ganze sein soll, auch von den Soundeffekten her. Stimme, es gibt ja so eine Computerstimme, die hier spricht. Dann haben wir einen Komfortmodus, den können wir auch aktivieren oder deaktivieren. Ja, das sind halt die Hintergrundanimationen, die lassen wir aber aktiv. Wir haben eine Höhenkalibrierung, die lassen wir aber auch jetzt, oder die habe ich schon gemacht, das lassen wir jetzt erstmal so. So, ich habe ein bisschen vorgearbeitet, 26% habe ich schon geschafft und wir gehen jetzt erstmal im Endless-Modus rein. Und ja, da bin ich gespannt, was auf mich zukommt, den habe ich nämlich noch nicht probiert. So, hier sind wir im Level und ja, wir haben zwei Schläger. Es ist gar nicht so einfach für mich immer wirklich gleichzeitig irgendwie mit den beiden zu arbeiten. Ja, weil man gewohnt ist, man hat wirklich nur einen Schläger normalerweise. Muss man sich dann gewöhnen. Ich spiele jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, dass ich so ein paar Sachen einfach erkläre, wenn was dazu kommt. Mit dem Schlägerspiel nie gut. So, jetzt haben wir hier ein Power-Up der Pistole. So, jetzt kann man das nicht vorgehen. Powerball. Die Blöcke zerstören. So. Rock and loading. Okay. Wie gesagt, ich finde es gar nicht einfach. Besonders wenn man jetzt hier im Endless-Modus ist und die Blöcke immer näher kommen. Wird schon bedrohlicher. Powerball. Shoot the bricks. Okay. Gar nicht schlecht mit der Pistole. Da konnten wir jetzt gerade so ein bisschen vorne aufräumen. So, dann sind wir auch gleich schon kaputt. Locked and loaded. Oh, das ging jetzt aber schnell, oder? Ah, nee, hier hat man gar keine Leben. Okay. Normalerweise hat man wirklich Leben. Und dann ist es auch vorbei. Okay, Endless-Modus ist es nicht. Victory. Okay. Gehen wir jetzt mal im anderen Level rein. Machen wir mal City. Gucken, wie das so aussieht. Der Look gefällt mir echt sehr gut. Hat was. Platz ist auch so eine Sache. Wäre gut, wenn man viel Platz hat. Ich habe leider nicht so viel Platz. Deshalb kann es auch passieren, dass ich gegen die Wand schlage hier. Solltet ihr zu Hause natürlich nicht nachmachen. So, jetzt haben wir drei Bälle. Jetzt wird es richtig stressig. Ich kann auch teilweise gar nicht richtig zielen, weil ich einfach nur froh bin, dass ich überhaupt treffe. Besonders wenn zwei, drei Bälle unterwegs sind hier. Hier kann man schon mal, ich versuche jetzt mal rechts oben. Das geht natürlich, wenn man will. Ja, das ist natürlich sehr gut, wenn wir jetzt hier wieder die Pistole haben. Na komm. Ja. Boris Becker werde ich nicht mehr, ne? Also ich glaube, man kann hier echt auch richtig gut trainieren. Ich
Multiplayer-Modus wäre natürlich auch cool, ne? Das sage ich aber bei jedem Game. Aber ist auch einfach so. In VR ist es immer cool, wenn man Multiplayer-Games hat. Wie gesagt, ich bin dann echt froh, wenn einfach nur die drei Bälle irgendwie drin bleiben. Und man ein bisschen mehr Zerstörung drin hat. Genau, mit der Waffe kann man den dann auch wegstoßen. Also die gilt dann auch so als eine Art Schläger. Wir müssen rechts oben mal was machen. Powerball. Multiball. Oh, der überlebenswichtig jetzt gerade. Wie gesagt, ich werde nicht gut sein in dem Game hier. Ich möchte euch das aber trotzdem zeigen, weil es genug Leute da draußen gibt, für die so ein Spiel natürlich super ist. Ist halt auch so wieder so ein Game, was man einfach mal abends für eine halbe Stunde sich anmachen kann, auch ein bisschen trainieren kann dadurch. Shoot the bricks. Powerball ist immer gut. Aber da muss man ja natürlich auch gut erwischen. Ach. Aber ich hasse auch in Real Life wirklich alle Games mit Schläger, egal. Tennis, Tischtennis, außer Federball geht ein bisschen, aber ansonsten war es das auch eigentlich. Sorry Leute für den kurzen Cut. Ja, Squeakers ist abgeschmiert, deshalb musste ich jetzt nochmal neu starten. Und wir beginnen jetzt mit dem Kampagnenmodus. Das war eben der Endless-Modus. Jetzt der Kampagnenmodus. Wir haben hier Normal, Hard und Extreme. Auf Extreme haben wir nur zwei Bälle. Die Bälle sind auch schneller. Aber ich zeige euch jetzt erstmal den normalen Modus. Und ja, auch hier wieder zwei Schläger. Der Ball kommt. Und da müssen wir erstmal abliefern hier. So, und im Kampagnenmodus schaltet man immer Dinge frei, wie gerade diese Kanone, Dreierbälle. Und alles muss man sich wirklich erstmal erarbeiten. Da kommt wieder sowas hier. Oh! Erstmal die Dinger hier weg. Auch wenn man damit zwei Multiballs gut umgehen kann, was ich nicht kann, ist natürlich umso besser. Powerball. Na komm. Powerball. Okay, dann werde ich ihn weggeballert. Highscore. Highscore ist immer gut, ne? Wow, das sieht auch cool aus, auch von den Farben her. Powerball. Okay, das war's mit Powerball. Also ich würde mir hier echt wünschen, dass wir auch größere Level haben, also längere Level. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind, die man hier catcht. Okay, da lädt sich irgendwas auf. Ah! Okay. Damit kann man aufladen und nun haben wir so einen explosiven Ball. Powerball.
Powerball. Explosive Bomb is charged up. Nicht schlecht. Ja, und so hat man dann immer ein bisschen mehr Taktik drin. In der Kampagne spielt man halt sehr viele Sachen frei. So, jetzt mache ich mal ernst hier. Ich wollte eigentlich links die treffen. Seht ihr mal, wie gut ich bin. Den schon mal weg. Ach, wie schlecht bin ich denn gerade? Powerball. Explosive Ball ready. Oh, das ist nicht richtig getroffen. Ja. Also sehr anstrengend auf jeden Fall. Aber das kommt immer irgendwie näher. Mal ein bisschen mehr zu meiner Wand gehen. Powerball. Oh, der Runde hinten ab, das ist gut. Sehr gut, der ging noch ganz gut. Powerball. Scheiße. Also ich finde 10 Euro für das Game nicht zu viel. Boah, der war mal nicht schlecht. Lohnt sich auf jeden Fall. Gerade auch mit dem Endless Mode und den verschiedenen Schwierigkeitsgraden hat man natürlich hier auch ja, ein bisschen, was man alles freischalten kann, was man noch ja, schaffen kann. Powerball. Wer weiß, vielleicht kommen ja auch noch Updates raus, wie vielleicht Multiplayer, was ja echt geil wäre. Awesome. Wenn man jetzt die Bombe hätte da hinten, könnte man die gut zünden. Aber wir lassen mal arbeiten da. Powerball. Explosive bomb is charged up. Der hätte eigentlich viel früher Powerball explodieren müssen. Was sagt ihr denn zur Musik? Ist das was für euch oder eher nicht? Es ist ja auch nicht mein Genre, aber passt eigentlich ganz gut zum Game. Powerball. Den müssen wir nochmal neu ansetzen. Powerball. So, einen machen wir noch. Mega geil. Sieht bestimmt gut aus. Im Video. Den muss ich unbedingt nach unten schicken. Genau, so. Und dann noch Multiball. Also wenn man jetzt hinten alle drei Bälle hat, ja, genau. So wird es werden. Ist das nicht fassen? Nicht zu fassen. Impressive. Ja, das ist nicht impressive. Gut. Wo man dann auch noch darauf achten muss, ist, die Pistole auch wirklich da zu sammeln, wo man am besten ja, nicht die Schlaghand hat. Ne? Also hier habe ich meinen guten Schlagarm rechts
Und hier könnt ihr dann ganz locker einfach ein bisschen schießen, ne? Dann kommen einen Mauer noch. Powerball. Powerball. Multiball. Oh, da war der Controller weg. Jetzt hat er gesehen, wie gut das Seil ist. Also ich würde mir wirklich tieferen Raum wünschen, wo ich ein bisschen mehr Spielraum habe. Also vom Level her jetzt hier. Die da hinten überhaupt. Powerball. Multiball. Powerball. Nein. Mein Gott, bin ich schlecht. Okay, Leute. Ich würde fast sagen, das reicht auch. Komm, machen wir einmal Extreme. Dann seht ihr, wie schnell das sein kann. Ganz kurz, ist noch alles da. Okay. Ja, und hier seht ihr, wie schnell der Ball dann auf einmal wird. Hier werde ich auch nicht lange durchhalten, glaube ich. Ja, wer hier eine zusätzliche Herausforderung braucht, der muss definitiv auf Extreme zocken. Wenn er auch ein bisschen trainieren möchte. Powerball. Powerball. Ja, aber den muss ich auch nicht einsetzen. Das gibt doch nichts. Okay, Game Over. Ihr habt ja gesehen, ne? Das ist nichts. Ja, Leute. Boah, das ist echt anstrengend, aber macht auch tierisch viel Spaß, finde ich. Und für 9,99 € macht man hier echt nichts falsch. Und ja, was ich jetzt hier vermisse, ist halt ein Multiplayer-Modus. Das wäre natürlich sehr nice. Aber Multiplayer-Modus ist natürlich auch für kleine Entwicklerstudios ziemlich schwierig umzusetzen. Und ja, da muss man auch ein bisschen Verständnis für haben. Wenn ein Spiel natürlich durchstartet, ist das was anderes. Aber das weiß man natürlich vorher nie. Ich finde, es ist ein Game, was man einfach mal ja, abends anmacht, eine halbe Stunde schon zockt und ja, ein bisschen sich bewegt. Mein Raum ist natürlich sehr begrenzt. Wenn man jetzt ein bisschen mehr Platz hat, kann man natürlich auch links und rechts ein bisschen wetzen. Also ich finde es echt cool und man kann es einfach sagen, das ist Arkanoid in VR. Also es passt eigentlich am besten für mich. Und ja, da kann gerne mal jeder seinen Kommentar zu geben, wer Arkanoid noch kennt, wenn ich es überhaupt richtig ausspreche. Aber ja, das passt halt 1:1. Und ja, was haltet ihr vom Game? Ist es was für euch? Ist es nichts für euch? Es
erscheint auch im Quest Store, wie eben schon erwähnt, und kostet 9,99 € definitiv im Pico Store. Das habe ich eben nachgeguckt. Wie hoch der Preis ist beim Quest Store ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das wird dann auch bei 9,99 € liegen. Und ja, ich werde aber alles unten in die Beschreibung packen. Wenn euch gefallen hat, ja, gerne ein Like raus. Abo-Button natürlich nicht vergessen, ist ganz wichtig, Leute. Abo-Button, damit ihr weiter solche Videos seht. Und ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.